5 Tipps habe ich noch, ohne die ich euch morgen eigentlich nicht in die Mathe-Abi-Klausur gehen lassen will. Tipp Nummer 1. Fangt taktisch klug an. Ihr müsst beim Ohimi-Teil nicht mit Aufgabenteil A1 starten, wenn der euch gar nicht zusagt. Ihr könnt starten, wo ihr wollt. Die Aufgabenteile sind ja unabhängig untereinander und ich empfehle euch, damit zu starten, was euch am leichtesten fällt. Einfach, damit ihr eine Aufgabe, die ihr gut könnt, habt, um während der dann runterzukommen von diesem Stresslevel, das man hat am Anfang von der Klausur und dann die Aufgaben, die schwerer sind, mit einem ruhigeren, klareren Kopf zu bearbeiten. Zweiter Punkt, geht strukturiert an alle Aufgaben ran. Schreibt immer auf, was ist gegeben, was ist gesucht und versucht wirklich alle Infos aus dem Text rauszuziehen. Und das zieht ihr durch die ganze Klausur durch. Gegeben, gesucht und dann immer so kleine Zwischenüberschriften, was ihr macht. Keine Ahnung, Hilfsgrade aufstellen, Schnittpunkt berechnen, solche Sachen. Damit ihr selber auch wirklich den Überblick über komplexe Aufgaben behaltet. Und Thema Aufgaben lesen, ganz, ganz wichtig, lest genau. Vor allem bei so Sachen wie Stochastik. Mehr als oder mindestens macht einen großen Unterschied. Und ich empfehle euch, am Ende jeder Aufgabe, für den Antwortsatz zum Beispiel auch, aber generell immer, den Aufgabentext nochmal zu lesen, um zu gucken, dass da nicht womöglich eine zweite Frage noch im selben Aufgabenteil war, die ihr vor lauter Rechnen dann schon wieder vergessen habt. Dann Punkt 4, Zeitmanagement. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ihr merkt, ihr könnt eine Aufgabe nicht lösen, akzeptiert das. Markert ihr euch mit einem Textmarker an, rechnet weiter, euer Gehirn, versprochen, wird im Hintergrund darüber nachdenken und der Geistesblitz wird irgendwann kommen, sodass ihr dann wieder dahin gehen könnt, die Aufgabe lösen könnt, aber in dem Moment nicht die ganze Zeit damit verdattelt habt. Weil Zeit ist ein sehr knappes Gut in der Mathe-Klausur. Immer. Und der letzte Punkt, vielleicht der wichtigste, bleibt optimistisch. Egal, was da kommt. Wenn da eine komische Aufgabe kommt, ganz egal, scheißt auf den Sachzusammenhang. Wenn da irgendwas mit einem Code kommt, so wie es 2021 war, vergesst den Code und versucht, die Mathematik zu sehen. Also niemals aufgeben, auch wenn ihr denkt, ihr versteht die Aufgaben nicht. Versucht das drumherum zu ignorieren, euch auf die Mathematik zu fokussieren und dann könnt ihr jede Aufgabe lösen, auch wenn ihr den Sachzusammenhang nicht perfekt verstanden habt. Und in dem Sinne, nicht aufgeben, optimistisch bleiben, ihr schafft das, glaubt an euch, ihr habt lange dafür gelernt, ihr könnt euch gar nichts vorwerfen, ihr habt euch so gut vorbereitet, wie es möglich war und das wird sich morgen auszahlen. Ganz viel Erfolg, ich denke an euch, ich bin super aufgeregt und ich glaube, dass das eine super Klausur wird dieses Jahr. Toi, toi, toi.